Altona 93 zu Gast beim FC Süderelbe. Zweite Runde des Pokals aus Hamburg. Die Gastgeber mit einem guten Saisonstart, noch ungeschlagen in der Oberliga Hamburg. 2 Spiele, 4 Punkte. Altona 93 hingegen noch ohne Punkt in der Regionalliga Nord. Letzte Saison konnte Altona 93 beide Spiele gegen Süderelbe für sich entscheiden. Die Gastgeber in den blau-weißen Trikots, Altona in rot-schwarz-weiß, erste Szene des Spiels. Abschluss von Eduard Pini, Neuzugang von Drochtersen Assel. Auf der anderen Seite haben wir Marcel Rodriguez für Süderelbe, ganz knapp am zweiten Pfosten vorbei. Süderelbe mit einer guten Anfangsphase, sie schafften es Altona defensiv zu beschäftigen, allerdings konnte sich Altona auch immer wieder gut durchkombinieren. Das ist ein klasse Doppelpass. Das ist der Abschluss und eine klasse Parade vom Schlussmann Yalcin Ceylani bei Süderelbe. Kurz vor der Halbzeitpause dann diese Szene. Süderelbe mit der Riesenmöglichkeit zur Führung nach einer Ecke. Da schrammt der Ball durch den 5-Meter-Raum. Keiner kommt ran. Es bleibt zur Pause beim 0:0. Rein in die zweiten 45 Minuten. Süderelbe gleich hellwach. Das ist super gespielt. Das ist die Führung. Vitor Hugo Kadil Branco, 46. Spielminute. Altona kalt erwischt. Eine Minute in der zweiten Hälfte gespielt und es steht 1:0. Das sieht sehr, sehr einfach aus. Ein langer Ball, dann quergelegt und die Führung. Und Süderelbe war jetzt heiß. Altona mit Mühe und dann dieser Abschluss. Klasse Parade von Tobias Gruber. War als Flanke gedacht, wurde dann doch gefährlicher. Aber Altona wehrte sich. Das ist Eudel Silva Montero an den zweiten Pfosten. Und da steht Mustafa Erçetin mit dem Ausgleich. Nur 2 Minuten nach der Führung. Altona schüttelt sich einmal, der Regionalligist, und macht das Tor. Anschließend Mustafa Erçetin richtig gut im Spiel. Dieser Abschluss und der Ball geht an die Latte. Und dann Eduard Pini komplett alleine gelassen. 2:1. Altona 93 dreht das Spiel binnen 7 Minuten. Und der Jubel ist natürlich groß. Mustafa Erçetin mit diesem Gewaltschuss. Und Eduard Pini steht nicht im Abseits. Darauf spekuliert nämlich die ganze Süderelber Hintermannschaft. Aber das Tor zählt. Auf der anderen Seite natürlich Süderelbe bemüht um den Ausgleich. Wieder Marcel Rodriguez mit einem Freistoß. Aber Altona war jetzt gut im Spiel und mit der Führung im Rücken natürlich deutlich stabiler, deutlich sicherer. Der Ball kommt auf die linke Seite. Das ist der eingewechselte Ole Wollers. Und er zieht auch knapp am Tor vorbei. Aber der FC Süderelbe lauerte auf seine Chance. Und da war sie, Abraham Yeboah Boateng gegen Tobias Gruber. Und der Nachschuss. Und dann ist der Ball aus dem Strafraum raus. Altona 93 im Glück und mit einem klasse Torwart Tobias Gruber. Da war sie, die Möglichkeit zum Ausgleich. Aber Tobias Gruber mit vollem Körpereinsatz. Und dann hilft auch noch ein Verteidiger aus. Süderelbe aber immer noch nicht geschlagen. Marcel Rodriguez mit einem direkten Freistoß. Und wieder Gruber im Kasten von Altona. Anschließend war Schluss. Altona 93 steht in der nächsten Runde des Pokals. Süderelbe scheidet aus. Die Mannschaft von Berkan Algan mit dem ersten Pflichtspielsieg. Auf der anderen Seite Süderelbe mit der ersten Pflichtspielniederlage. Wir hören den Trainer. Wenn ich mich jetzt in meine Spieler hineinversetze oder es versuche, dann würde ich sagen, dass jetzt aktuell die Enttäuschung überwiegt. Einfach, wenn man so viel investiert, wenn man so eine Bereitschaft zeigt und so ein Spiel so annimmt gegen einen Regionalligisten und es dann an Kleinigkeiten scheitert, dann überwiegt natürlich erstmal der Frust. Aber wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat und sich vor Augen führt, was man hier geleistet hat und dass das Spiel auch hätte anders ausgehen können zum Ende hin, dann denke ich, überwiegt da der Stolz. Hoffentlich. Das können sie nämlich sein. Also muss man ihnen ein großes Kompliment aussprechen. Für Süderelbe geht es am Samstag bereits weiter in der Liga gegen Mayendorf. Altona 93 spielt nächste Woche Mittwoch zu Hause gegen Drochtersen Assel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.